Gewaltige Anstrengungen unternahm man im Jahre 1956. Die Erfolge der vorangegangenen 6 Jahre beflügelten das Ensemble mit Hannes Sandler, das 7. Spieljahr mit einem Stück der heiteren Muse zu bereichern. Friedrich Schillers Wallensteins Tod, der letzte Teil der im Jahre 1950 aufgeführten Trilogie im Gegensatz zu Molières Komödie Tartüffe, sollte den Zuschauerstrom auf dem Petersberg weiter ansteigen lassen. Guten Morgen, Herr Schwager. Ich freue mich, Sie wieder im Hause zu sehen. Doreen, ist diese Tage hier alles gut und ordentlich zugegangen? Was machen Sie alle? Wie befinden Sie sich? Die Frau hat vorgestern Nacht das Fieber gehabt und ganz entsetzliche Kopfschmerzen. Und Tartüffe? Der befindet sich vollkommen wohl, ist dick und fett, sieht munter und gut aus. Der arme Mann. Des Abends hatte sie gar keinen Appetit. Und Tartüffe? Der aß ganz allein in ihrer Gegenwart und verzehrte in großer Andacht 2 Rebhühner und 1/2 frikassierte Kalbskeule. Der arme Mann. Die ganze Nacht konnte sie nicht ein Auge zutun. Und Tartüffe? Den überfiel der gute Schlaf und er ging in sein Zimmer, legte sich eiligst in das gewärmte Bett und schlief darinnen in guter Ruhe. Der arme Mann. Geheimsündigen heißt nicht sündigen. Machen Sie doch die Türe auf und sehen Sie nach, ob mein Mann nicht kommen soll. Was haben Sie denn nötig, seinetwegen besorgt zu sein? Unter uns gesagt, er ist ein Mann, den man an der Nase herumführen kann, wie man will. Alles schickt sich zu meinem Vergnügen, Madame. Ich habe das ganze Stockwerk durchsucht, es ist kein Mensch vorhanden. Und mein entzücktes Gemüse... Sachte, sachte, du folgest deinen verliebten Gedanken zu weit. Meine Tochter heiraten wollen und meine Frau verführen. Packe dich augenblicklich aus meinem Hause. Nein! Packe du dich vielmehr hinaus, der du tust, als ob du Herr darinnen wärst. Das Haus ist mein.33 Vorstellungen waren für die Mitwirkenden ein enormes Pensum, waren doch die meisten in beiden Inszenierungen am Werk. Zweifelsqualen. Die Brust ist wieder frei. Der Geist ist hell. Nacht muss es sein, wo Friedland Sterne strahlen. Mit zögerndem Entschluss, mit wankendem Gemüt zog ich das Schwert. Ich tat's mit Widerstreben, da es in meine Wahl noch war gegeben. Notwendigkeit ist da. Der Zweifel flieht. Jetzt fecht ich für mein Haupt und für mein Leben. Der Modus, mit einem ernsten und einem heiteren Stück das Publikum zu erfreuen, wurde auch 1957 mit Shakespeares Eifersuchtsdrama Othello und mit Molières Die Schule der Frauen erfolgreich fortgesetzt. Den Mohren hasse ich. Tatsächlich heißt's, er hätte in meinem Ehebett mein Amt getan. Ob's wahr ist, weiß ich nicht. Trotzdem, in dem Punkt, schon auf den Verdacht hin, tue ich, als wär's gewiss. Er hält auf mich. Nur umso besser wird mein Anschlag wirken. Der Cassio ist ein hübscher Mann. Lasst sehen, wie wär's. Sein Amt zu kriegen, meine Lust zu frönen. Ein schlauer Doppelstreich, nur wie? Lasst sehen. Nach einiger Zeit Othello zuzuraunen, er stünde sehr vertraut mit seinem Weib. Der Mohr ist grad von offener Natur. Der lässt sich köstlich an der Nase führen, recht wie ein Esel. Ich hab's!
Es ist gezeugt. Durch Höll und Nacht sei diese Missgeburt ans Licht gebracht. Der alte Burghof zu Friesach hat sich in eine venezianische Szenerie verwandelt. Auf dem Programm der Burgfestspiele steht heuer Shakespeares Othello. Friesach nimmt lebhaft Anteil an dem Ensemble, das ausschließlich aus Friesachern besteht. »34 Aufführungen waren ursprünglich vom 29. Juni bis zum 25. August geplant. Doch wegen des großen Erfolges wurde die Spielzeit um eine Woche verlängert, sodass die letzte Vorstellung erst am 1. September 1957 über die Bühne ging. Es war somit die längste Spielsaison in der 40-jährigen Theatertradition.« Über 60 Rollen waren 1958 in Grabbes Hannibal zu besetzen, wobei einige Darsteller zwei, ja sogar drei Rollen verkörperten und zusätzlich noch in dem Shakespeare-Lustspiel Was ihr wollt mitspielten. Doch hören Sie wieder einmal den Originalton aus dem Jahre 1958. Rom ist mir im Traum erschienen, vorige Nacht, glaub es. Es leuchtete mit seinen Ziegeln eine rote Sonne, alles verschwemmend. Dann wieder war es eine Wölfin mit Augen groß, weit wie das Meer, wenn es sich mit seinen stillen Tiefen nach dem Sturm hinsehnt und in den Augen lagen versunkene Städte. Weg mit Wolfstraum und roten Sonnen! Geht's nicht auch schwarze? Zunkelt Hannibal nicht um Italien! Um Rom! Mitternächte sind lieblich. Und die Lieblichste, hast du sie auch nicht vergessen? Ewig durchspiegeln ihre Gestirne mir die Brust. Du sagtest zum ersten Mal, dein. So nehme ich diesen Kuss mit in das Feld. Er wird mich wärmen, lieg ich zeltlos in kalter Nacht. Leb wohl! Träum ich? Wach auf! Ehe fort zum Schiff! Weh, dort spannen sich schon die Segel. Träger, Sklaven, Krieger eilen an Bord. Sie lichten die Anker. Laut schmettern die jubelnden Posaunen in den Abschiedsschmerz. Und lustig springen die Flaggen dabei in die Lüfte. Da er fühlte sich nach mir um. Nein, ihr wagt's nicht. Sein Herz wurde zu schwer. Atem der Liebe in Wien. Die Kriege Hannibals bringen Karthago an den Rand des Unterganges. In fernen Ländern modern Tausende und Abertausende. Von Karthagern willst du sagen, sind nur durch euch gekaufte Sklaven. Ihr kauft und verkauft wieder alles. Alita, hör mich. Ich bin keineswegs dem Hause der Barkas Feind. Ich will euch die Friedenshand reichen. Gemeinsam mit euch handeln. Ah, da. Er tappt wie ein Schuljunge auf krummen Pfaden. Sie hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder oder. Der Gedankenstrich zwischen beiden Wörtchen zeigt, dass noch mancher Weg zwischendurch führt. Da halt was Schlimmeres, auf den Gassen die Weiber stimmen. Lass sie, es fielen bei Kane 60.000 ihrer Söhne. Lass sie, die Weiber rasen lassen, das höre ich vom Konsul Roms. Hör du,
hast du schnell wirkendes Gift. Herr, ich hätte nicht, was jeder Knabe in Nubien besitzt. Ich selbst brach der Natter die Zähne aus. Sorgsam, sie wehrte sich, doch ich streichelte sie, wie das in Nubien auch bei Weibern hilft. Und wer dieses gelbe Gift aus ihren Zähnen genießt, der wird gerade so toll, windet sich und stirbt so in Wut und Angst wie die Piper, als sie merkte, dass sie nichts Giftiges mehr an sich hatte. Das Heer bricht heute Nacht auf. Wir schlagen die Straße nach Capua ein und fragen dich, deine Landsleute, warum wir aufbrechen. So sag ihnen, weil der Winter nah sei und es sich in Capua Wärme lagere. Ich verstehe. Der Kerl versteht wahrhaftig mehr als ich. Götter, ihr habt Rom auf seinen 7 Hügeln vor mir erzittern lassen. Gebt mir sie einmal doch in diese Hände. Ist dieser Kopf zertreten, so fault der Schlangenleib, der sich würgend um uns legt. Der Ehrgeiz hat mir nicht die Waffen in die Hand gedrückt. Karthago ist erschöpft, von innen ausgehöhlt, entmannt, von Völlerei zerfressen, ein lästerlicher Spott der ganzen Welt. Nein, blast Aufbruch! Was ist Karthago, wenn es Rom begegnet? Ein Steinkoloss entmenschlicht sein Geschäft. Denn Krämer Seelen soll das Hören und das Sehen vergehen, wenn ihre Stadt an allen Ecken brennt. Kind, sieh genau hin, denn heute erblickst du etwas, wovon du nach 100 Jahren erzählen kannst. Und zum Glück ist helles Wetter. Oh, die lustige Musik, die blanken Harnische. Siehst du die beiden Staubwolken? Die da links den Himmel verdunkeln und durcheinander wirbeln. Das ist die numidische Reiterei im Gefecht mit der unsrigen. Den Göttern Dank, die unsrige dringt vor. Was wimmelt und windet sich hinter ihr am Boden, als wollt's aufstehen und fort und könnte nicht. Verwundete und Sterbende, mein Sohn. Hilft ihnen keiner. Nachher, im Drange der Schlacht, ist zeitstörend und gefährlich. Ja, sei verflucht, Karthago, Ort der Leichen, ein Acker ohne Frucht, ein Schorf der Wüste. Verflucht dein Name und verflucht dein Same. Doch Rom sei tausendmal verflucht. Die Flamme, die uns fraß, die uns verzehrte, der Hass, der uns verbrennt, verbrenne euch!